verlieren, werden wir aufrecht stehen. Ja? Also, wenn Sie geschlagen haben, ich stehe aufrecht, bin ich hier. Wenn ich vorgelegt bin, bin ich hier. Meine vorgelehnte Haltung hat hier natürlich den Vorteil, dass die Waffen automatisch näher an ihn rangebracht werden. Ja? Aufrecht, vorgelegt. Das Vorlegen bedeutet natürlich, dass eure Waffen im Raum auch dichter zum Gegner geschoben werden. Also hat die vorgelegte Haltung in diesem Fall natürlich auch den Vorteil, dass ihr den Gegner erreichen kann. Das heißt also, wenn ihr Probleme habt mit der Reichweite, überprüft mal, ob ihr vielleicht zu aufrecht mit eurem Oberkörper seid. Im Großen und Ganzen sah das ganz ordentlich aus, ein ziemlich schwieriger Hieb, also es ist nicht so leicht zu lernen. Man vergisst natürlich dann auch, wenn man 5 Sachen beachten muss, wie zum Beispiel die Stärke der Hüfte ist, ne, dass wir diese Kurve drehen, dass wir diese verdrehte Hüfte haben in der Hüfte selber, um eine Vorspannung zu haben. Einfach vergessen wir, dass wir hinten die Ferse hochnehmen sollen. Und manchmal vergessen wir, dass der Knauf ja zwischen den Armen sein soll und nicht neben den Armen. Und vor allen Dingen hier dieses Drehen um den Drehpunkt der Waffe herum. Das ist extrem wichtig. Und dann führt ihr bitte, macht mal zu Hause vom Spiegel, wenn ihr so viel Platz habt. Und schaut mal an, schaut mal, ob ihr steil schlagt. Steil ist gut, weil schwer zu sehen und kurzes Tempo. Oder ob ihr eher so schräg schlagt. Wenn ihr schräg schlagt, sieht der Gegner das Ding viel früher kommen. Wenn ihr steil schlagt, ist man unglaublich schneller wie. So, es gibt aber aus dieser Hut noch ein paar andere coole Schläge. Und die probieren wir jetzt gleich mit demselben Aufbau nochmal. Und da will ich mal auf ein ganz interessantes Phänomen hinweisen. Extra kürzeres Schwert. So, gleicher Aufbau wie hier. Ich habe das Problem, es stellt sich für uns jetzt mal ein Dummy in den Halsschild ein. Ich kann natürlich den Kampf auch zu anderen Zielen schlagen. Ich wünsche mir Zeit als zweiten Mann, dann landet es dann auf der Hand. Ist ja auch gut. Ne? Also wenn ich von hier arbeite, kann ich auch zur Hand schlagen. Das ist also durchaus möglich. Es ist aber so, dass wenn Clemens auf mich zukommt und er geht, wenn man es umgekehrt, stelle ich auf die Seite. Ich stehe im Halbschnitt, du stehst mal bitte aus der ersten, kannst du Sprüche hier von mir stellen? Aus der ersten mit der Langschneide zu meiner Hand. Das ist natürlich etwas, was wir extrem einfach kontern können, wenn ihr im Halbschnitt seid. Also wenn wir aufeinander zugehen und ihr in der weiten Distanz die Hut geht, ich bin hier schon im Halbschnitt, brauche ich nur meinen Hut ein ganz bisschen drehen. Und schon trifft er mich dann nicht mehr. So, wechseln wir mal die Seite. Clemens kommt auf mich zu, weil er ein Fuchs ist, geht er in den Halbschild und während er in den Halbschild geht, weil vielleicht will er mich auch stechen, ne? Also hatten wir ja vorhin die Taktik durchgesprochen, wenn ich in den Halbschild gehe, kann auch sein, dass ich dich sofort kalt mache. Zur Wiederholung nochmal, du gehst in die erste Hut und bleibst passiv. Kannst du mal einen absoluter Zeitlupe zu schlagen, ja? Aus der ersten Hut, genau. Ich greife an mit Halbschild, er ist in der ersten und ist zu lahm und ich arbeite direkt zu ihm hin. Ihr seht aber, ich gehe in Halbschild, greife ihn an, er ist schnell genug, ich überwinde, schnell durchs Gesicht. In jedem Fall dieser beiden Bewegungen habe ich aus Halbschild heraus angefangen, mein Schild sofort frontal vor meine Schwerthand zu führen. Entweder um zu überwinden und einen Schildschlag zu machen, oder aber Halbschild, um zu seiner Waffe zu sichern und ihn direkt zu treffen, weil er zu langsam ist und ich ihn direkt im Körper ankomme. Ja, also das macht ein Halbschild so oder so. Jetzt gehe ich in die erste Hut, du kommst mit Halbschild und ich schlage zu deiner Hand mit der Langschneide. Und du machst es genauso wie ich. Das heißt, wenn du mal über den Halbschild gehst, fängst du schon an, deine Buckler einfach frontal nach vorne zu schieben. Nur so ein bisschen, ja? Nur ganz leicht. Das heißt, echt ein ganz bisschen, um diesen Hieb zur Hand zu kontrollieren.